HCD Talk, präsentiert vom Mundsteiner Bier. Wir haben endlich Klarheit und doch einiges zum Besprechen. Das ist der HCD-Talk, der Talk, wo wir heute zurückschauen. Einerseits auf die Qualifikation und natürlich auch ein bisschen vorschauen auf die Playoffs. Und das machen wir mit unserem Stammspieler hier im Studio, der Bernie Kamenisch, HCD-Experte bei der Südostschweiz. Hallo Bernie. Hallo Roman. Ich will gar nicht so viel sagen, Bernie, und dir das Wort überlassen für deine Lobeshymne. Ich nehme an, du hast da etwas vorbereitet. Ich habe immer behauptet, wochenlang, dass der HCD die Playoffs direkt wird erreichen. Voilà, bitteschön. Ja, zuerst mal Schande über mich. Und dann natürlich grosser Respekt. Also, du hast es nicht nur wochenlang gesagt, du hast es auch schon vor der Saison gesagt. Ich erinnere mich daran. Stimmt. Grosser Respekt zeigt, dass du bist da der wahre Experte an diesem Tisch. Und muss aber gleich noch fragen, ist es wirklich deine innerste Überzeugung gewesen, oder bist du einfach ein unverbesserlicher HCD-Optimist? Ja, das ist eine gute Gegenfrage. Ich glaube, vor der Saison war ich wirklich sehr überzeugt, begeistert von diesem Kader. Ich hatte dann während der Saison doch auch meine Zweifel gehabt. Ich erinnere mich an Herbst, einen schwierigen Herbst, dort vor dem Spenger Cup. Und nachher hatte ich schon das Gefühl, gehabt, der Spenger Cup, der hat der Mannschaft einen Auftrieb gegeben. Irgendwie die Sicherheit, die sie ausgestrahlt hat, nachher in den Monaten, in den Wochen nachher. Ab dann bin ich eigentlich wirklich sehr überzeugt gewesen und glaube darum, am Schluss ist es wirklich auch verdient gewesen. Also, es hat die Auf- und Abbewegungen gegeben, die wir, glaube ich, bei jeder Mannschaft gesehen haben jetzt in den letzten Monaten in der National League. Aber beim HCD ist die irgendwie doch irgendwie ausnivelliert gewesen, dass am Schluss der Platz 6 sicher verdient ist. Würdest du auch unterschreiben? Ja, absolut. Also, nach 52 Runden finde ich, du die Tabelle nie lügen. Und wenn du nach 52 Runden unter besten 6 bist, dann hast du es auch verdient. Und mit dem Schlusssport, das war ein langer Schlusssport, aber es sind 15 Siege in den letzten 21 Matches. Das ist eine verrückte Bilanz. Und es hat eigentlich, ja, wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, es hat wirklich jeder von diesen Siegen fast gebraucht. Also, sie sind jetzt nach der vorletzten Runde ja schon qualifiziert gewesen. Der letzte Sieg hätte sie jetzt nicht gebraucht. Das war dann so ein bisschen der Bonus gewesen. Aber als vorher hat sie ja wirklich alles gebraucht. Das finde ich schon etwas Spannendes. Oder? Der HCD war eigentlich dann parat gewesen, wenn er hätte müssen. Das war am Spenger Cup gewesen. Wo er den Titel geholt hat. Es war jetzt gegen Ende die Qualifikation. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein gutes Omen nachher für die Playoffs. Oder die Mannschaft die hat irgendwie so Typen, das fängt an der Bande sicher an mit dem Trainer, aber dann auch unter den Spielertypen, die wissen, wie man am Tag X so ein Spiel heimbringt. Das ist eine unglaubliche Qualität von dieser Mannschaft. Absolut, das ist eine riesige Auszeichnung für die Mannschaft. Das ist einfach die Winnerqualität, die einfach in diesem Team bei einzelnen Spielern natürlich schon seit vielen Jahren verankert ist. Wenn man eben sieht, wie viel mal Andrés Ambühl schon Schweizer Meister geworden ist, zum Beispiel. Aber wo sich auf das ganze Team übertragen hat. Das ist wirklich so, dass das hat wirklich jeder gebraucht, oder, um noch in die Direkt-Playoffs reinzukommen. Und alle haben performt und sind da gewesen, wenn sie es gebraucht hat. Das ist ja noch spannend, oder? Wir haben Andrés Ambühl auch schon als Thema gehabt, hier an dem Tisch, und haben irgendwie gesagt, hey, der macht nicht seine beste Saison, punktemässig. Und gleich ist er unglaublich wichtig eben für diesen Moment. Und man hat jetzt auch gesehen, gegen Ende Qualifikation war ausgerechnet er, der nachher die entscheidenden Goal schießt. Das ist schon noch speziell, oder? Auch er, ja. Absolut da war am Schluss, wo es noch gebraucht hat. Ich meine, die 8 Punkte in den letzten 10 Spielen. Oftmals war es ein Führungstreffer. Ich kann mich erinnern, einfach wirklich wichtige, entscheidende Momente, ja, wo er seine 40 Jahre, seine ganze Erfahrung und sein ganzes Können gezeigt hat, wie er es halt wirklich eben immer noch drauf hat. Ja, es gibt ja immer so ein bisschen die Gesichter oder Personen, die für so eine Serie zum Beispiel oder für den Erfolg stehen. Vielleicht können wir hier ein bisschen einzelne Namen nennen. Was ich spannend finde, ist so ein bisschen die Entwicklung Josh Holden, der Trainer, der gekommen ist. Ich erinnere mich an das erste Heimspiel in dieser Meisterschaft. Es hat ein Plakat in der Fankurve, wo gestanden ist, so quasi, dich haben wir hier in Davos eigentlich gar nicht wollen, wenn man das übersetzen. Und irgendwie hat der Josh Holden einen Wandel gemacht von dieser Hassfigur zu einem Trainer, der, glaube ich, sehr beliebt ist, der mit seiner sehr lockeren, reflektierten Gleichart sehr gut ankommt und natürlich der Erfolg noch dazu. Eigentlich beim Spenger Cup, das war für mich so ein Key-Moment, wo die Fans gemerkt haben, hey, doch, das funktioniert mit dem.
Wie nimmst du seine Entwicklung wahr? Ja, ich glaube einfach, es hat schon eigentlich letzten Sommer angefangen, wenn immer da Fans rum waren, die sich wirklich einfach mal mit der Person Josh Holden befasst haben, vielleicht sogar mit ihm direkt im Gespräch waren, die haben einfach gemerkt, ja, was das für ein lieber Mensch auch ist und dass der wirklich nicht zu vergleichen ist, wie er es ja auch immer selber betont hat, nicht zu vergleichen ist mit dem, was er damals als Gegenspieler auf dem Eis war, oder? Dass das zwei andere Personen im Grunde genommen sind. Und nachher ist klar, wenn dann durch den Erfolg auch noch da ist und der Spengler Cup ist dann natürlich der erste grosse Triumph. Ich meine, er ist der erste seit 12 Jahren, wo als Trainer einen Titel auf Davos geholt hat, oder dafür gesorgt hat, dass er in Davos geblieben ist, muss man besser sagen. Klar, so etwas nimmt natürlich alle Fans auf deine Seite. Oder wirklich nur noch die ganz, ganz, ganz Hardliner, die vielleicht gar nie mehr von ihrer Meinung wegzubringen sind. Aber der Rest hat er ja im Boot, auf jeden Fall. Und gleich, glaube ich, hat er seine Zeit gebraucht. Oder? Ich habe das Gefühl, dass sein System, seine Anpassungen, die sind am Anfang vielleicht noch nicht ganz verankert gewesen in dieser Mannschaft. Also es hat irgendwie Zeit gebraucht. Aber ich glaube, mittlerweile kann man sagen, doch, dass das System Holden, das ist in Davos angekommen und wird eben von den Spielern auch entsprechend ausgelebt. Genau, ja. Es ist auch normal, dass es Zeit braucht, bis das System zum Tragen kommt, bis es wirklich so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Vielleicht ist es jetzt noch nicht so, wie er sich es vorstellt, aber es ist auf sehr, sehr gutem Weg auf jeden Fall. Weil die Saisonvorbereitung ist für das einfach zu kurz, oder? Wenn man dann mit einem Monat mit der ganzen Mannschaft auf dem Eis ist und dann geht es schon los mit den ersten Spielen. Das sind auch wirklich, es braucht die Spiele auch zum Erweitern dem System und viele. Ja. Komm, wir wechseln doch vom Mann an den Banden zu den Männern auf dem Eis. Hast du sonst so Gesichter oder Namen, die du hervorheben nach diesen Monaten? Jawohl, ich hätte da eigentlich aus jedem Mannschaftsteil einen. Das wäre Sandro Eschlimann im Goal, das wäre Klaas Dahlberg in der Verteidigung und der Valentin Nussbaumer im Sturm. Ja. Wenn wir mit dem Goal ja. Wenn wir hinten anfangen, okay. Das ist doch gut, ja. Ja, Sandro Eschlimann, wirklich überragende Qualifikation, also ich behaupte, es ist ja, es natürlich braucht es das ganze Team, aber es ist zum großen Teil ist es ihm zu verdanken, dass der HC in den Playoffs ist. Statistisch überragend, knapp 93% von allen Schüssen abgewehrt, er gewinnt 23 Spiele von den 38, die er gestartet hat. Das ist jetzt vielleicht nicht einmal so eine super Bilanz, aber die 23 Siege natürlich braucht es. Und es ist nur schon, ich kann mich an viele Spiele erinnern, wo der Davos vielleicht nicht die bessere Mannschaft war, wo sie auch vielleicht, sie hat deutlich weniger Schüsse auch als der Gegner, wenn man sie Expected Goals anschaut, wo sie klar das Spiel verlieren, aber es hat wirklich etliche so Spiele gegeben, wo sie gewonnen haben und das dank an Sandro Eschlimann. Kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Was aber noch spannend ist, oder, wenn wir über den Goalie, über den Sandro Eschlimann reden, muss man auch über seinen Ersatz reden. Das ist der Gilles Senn, wo für mich auch ein bisschen untergegangen ist die Saison. Oder? Er hat eigentlich gute Leistungen gebracht, finde ich, aber sehr undankbaren Job gehabt. Anfang der Saison immer wieder gespielt gegen vermeintlich kleinere Teams, Aschua, Kloten, und die Match dann eben verloren. Ich weiss auch noch, wo Sandro Eschlimann mal ausgewechselt worden ist, wo der Gilles Senn nachher reinkommt in doppelter Unterzahl. Also ein unglaublich undankbarer Job. Jetzt die letzten Spiele auch gar nicht mehr gespielt. Für mich war also die Frage, hey, wieso spielt er nicht mehr? Ist das noch von der Verletzung, die er mitträgt? Ist es wirklich der Trainer, der sagt, nein, ich baue jetzt auf den Sandro Eschlimann? Hast du da irgendwie noch mehr Einblick? Ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie zu wenig Vertrauen jetzt hatten in den Gilles Senn. Ich glaube einfach, das Vertrauen in Sandro Eschlimann war eigentlich unerschütterlich. Und darum haben sie ihm dort ab Ende Januar hat er 11 Spiele im Stück gespielt, was ja eigentlich nicht normal ist in dieser Liga. Wo es einfach die Punkte so unbedingt gebraucht haben, wo er Back-to-Back-Spiel, also beide Spiele in einer Doppelrunde auch gespielt hat und so weiter. Und es hat funktioniert. Es war ein Risiko, das so zu machen. Es hat funktioniert. Klar, ja, für den Gilles Senn war es eine schwierige Saison, wie du sagst. Man hat auch nie ein Spiel wegen dem Gilles Senn verloren. Aber es hat halt lange gebraucht. Und am Schluss waren es wenig Sieg mit ihm. Ja, und dann ist dann irgendwann auch der Clubwechsel bekannt worden, respektive bekannt worden schon im Herbst, dass sie nächstes Jahr einen neuen Goalie werden haben. Holenstein aus Zug und der Gilles Senn dann wird gehen. Sie haben das Gefühl, ja, es hat. Zu Ambri, genau. Und sie haben das Gefühl, ja, es hat. Ja, vielleicht das hundertprozentige Vertrauen ist nicht mehr da gewesen.
Und ganz sicher, aber, das andere Aschli, Entschuldigung. Ja. Trotzdem muss man sagen, es braucht auch jetzt noch einen Schilzen in Höchstform. Er muss bereit sein, weil man weiß ja nie, was in den Playoffs passiert. Das haben wir gesehen in der Qualifikation, genau, oder, wo mal, plötzlich zwei Goli braucht sind. Und er muss zwischen den Pfosten stehen. Ja. Aber ich glaube absolut so, dass man mit dem Sandro Aschli mal ein klares Nummer 1 hat, wo man jetzt auch in die Playoffs hineingeht. Das war in anderen Jahren auch schon anders. Mhm. Jetzt sind wir hier gehockt und haben gewährleistet, welcher Goli spielt jetzt in den Playoffs. Ich glaube, das Jahr ist die Frage sehr schnell dann beantwortet. Du hast vorher Klaas Dahlbeck angesprochen, einen Verteidiger. Finde ich eine interessante Wahl. Ich habe mir den gleich auch aufgeschrieben. Und zwar habe ich das Gefühl, der ist unglaublich unauffällig auf dem Eis. Zum Teil merkst du gar nicht 60 Minuten, dass der auf dem Eis steht. Und ich glaube, das ist genau seine Fähigkeit, oder? Dass er die Drecksarbeit so unglaublich souverän erledigt. Und was ich mich dann so ein bisschen gefragt habe, hat so ein Spieler den Weg in die Schweiz gefunden, bevor man die Ausländerzahl erhöht hat? Ich glaube nicht. Beispiel Magnus Nygren, ein Offensivverteidiger, ein Spektakelverteidiger, wo er eigentlich das pure Gegenteil ist. Ja, aber das ist interessant, dass du jetzt gerade den Magnus Nygren als Beispiel nimmst, weil der Klaas Dahlbeck hat 28 Scorerpunkte in der Qualifikation. Ich weiß gar nicht, ob das Nygren überhaupt einmal geschafft hat. Man denkt immer, denkt und nimmt ihn vielleicht jetzt noch so wahr. Der Klaas Dahlbeck ist ein Defensivverteidiger. Aber eigentlich ist er das gar nicht mehr. Eben auch er unter dem System Holden, wo sich Verteidiger auch viel mehr sich in den Angriff einschalten, was es auch so soll sein, hat er offensiv enorm aufgeblüht. Und neben dem, dass er von seiner Defensivqualität nichts eingebüßt hat, macht er jetzt einfach nur 28 Scorepunkte, was wirklich enorm viel ist. Ich glaube, seine beste Saison vorher war irgendwie vielleicht 13, 40 oder so. Also Scorerpunkte hat es eigentlich verdoppelt. Ja, also für mich wäre im All-Star-Team vor Qualifikation hätte die Klaas Dahlbeck auf jeden Fall drin in der Verteidigung. Es gibt auch einzelne Experten, die geistern im Moment ja so ein bisschen um die All-Star-Team von dieser Quali. Gibt es tatsächlich auch andere Journalistinnen und Journalisten, die die Qualitäten eben auch erkannt haben. Und wenn wir bei dem Goalschiessen und Scorerpunkt steigern sind, dann können wir sehr, sehr schnell zum Valentin Nussbaumer, der Stürmer, der im letzten Spiel gegen Aschau auch noch mal zweimal getopft hat. Wir schauen uns doch die beiden Goal mal im Video noch an. Der Valentin Nussbaumer ausgerechnet gegen Aschau, dort, wo er seine Karriere als Junior einst lanciert hat. Schon unglaublich. Das Saison-Goal 20 und 21, das er hier schiesst in dem letzten Spiel. Letzte Saison waren es 7 Goal. Also Wahnsinn. Ja, der erste war vielleicht nicht so schwer. Es war einfach auch ein schöner Doppelpass mit dem Nordström. Ja. Aber man muss auch den einmal so zurückspielen, also, und dann halt in Position gehen. Also wunderschön rausgespielt. Da wären wir dann gerade der zweite gesehen, wo genau, im Powerplay ist. Im Powerplay. Aber so einen Schuss macht man nur, wenn man absolut Selbstvertrauen hat. Also passt jetzt haargenau. Und wie du sagst, es ist sein 22. Saison-Goal. Er ist jetzt Nummer 7 in der ganzen Liga mit 22 Saison-Goals. Das ist enorm. Und was ja spannend ist, oder? Ich habe mich hier noch mal ganz kurz eingelesen in den Fall Valentin Nussbaumer. Er hat im September 2022 hat er seinen Vertrag verlängert, bis 2027, einen langen Vertrag. Und wir haben vom HCD aus auch sehr klar kommuniziert, hey, du bist einer von diesen Säulen, die der Verein über mehrere Jahre tragen soll. Und ich glaube, das hat extrem viel Druck auch auf ihn erzeugt. Er hat mir auch gesagt, mal in einem Interview vor einem Jahr, er fühlt sich einfach nicht mehr so frei. Ist irgendwie durch das in ein Loch hineingefallen und das ist ihm gelungen, aus dem Loch wieder rauszukommen. Mhm. Mit dem Druck ist er definitiv nicht zu schlagen gekommen letztes Jahr. Man muss auch noch sagen, er ist immer noch ein sehr junger Spieler. Mhm. 23 ist er, meint jetzt. Mhm. Ja, und dann ist passiert, er hat einen guten Saisonstart. Er trifft, glaube ich, schon im ersten oder zweiten Match jetzt in der laufenden Saison. Und das hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Er hat es einfach so durchgezogen. Und das ist schon eine erstaunliche Wandlung. Ja, wir haben vor der Sendung noch gar nicht kurz darüber diskutiert, oder? Valentin Nussbaumer ist drafted worden von einem NHL-Club. Was heisst jetzt das? Er war in den letzten Sommer immer wieder auch mal in Übersee gewesen, hat dort trainieren in diesen Trainingscamps. Im letzten Sommer dann nicht, nach der eher schwächeren Saison letztes Jahr. Was passiert jetzt mit dem Valentin Nussbaumer? Ich bin selber gespannt. Er ist von den Arizona Coyotes drafted worden. Er ist jetzt nicht ein Team mit viel Starpotenzial. Ziemlich spät in der letzten Runde, es ist irgendwie 10. letzte oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber muss man echt sagen, wenn einer
nach Position 200, du hast so einen Draft in deiner Reihe, also jetzt im Fall von der Coyotes, und der performt so in der Schweiz und ist eben siebtbeste Torschütze vor der Liga, dann meinte ich schon, müssen wir sich Valentin Nussbaumer unbedingt mal anschauen. Und bin gespannt, ob das ein Thema wird, dass die Coyotes ihn auf nächste Saison überholen. Ja, absolut. Jetzt schauen wir zuerst mal, was er in den Playoffs abliefert. Das ist sicher auch noch mal so ein Messgrad, wo die Clubs natürlich darauf schauen, oder? Wenn der Druck dann noch mal zunimmt, wie man dort dann performen. Wenn es Gewinner gibt, da gibt es immer auch Verlierer. Das ist, glaube ich, einfach in der Natur der Sache. Was mir da, oder wer mir da sofort in den Sinn kommt, ist Alexi Peltonen im HC Davos. Der Stürmer, der im Sommer zum HCD gekommen ist, wenig gespielt hat. Und dann ist irgendeine die Geschichte gekommen mit dieser möglichen Doping, oder dem möglichen Dopingverdacht. Ist dann gesperrt worden, 39 Tage nicht dürfen mit der Mannschaft trainieren. Ist dann zurückgekommen, sehr schnell dann aber auch wieder weg gewesen, nach Lugano transferiert worden. Eigentlich, ich glaube, ein gutes Ende für den Spieler und für den Club. Ja. Aber die Geschichte, das ist sicher eine Geschichte, die ganz viele Verlierer provoziert hat in dieser Saison. Ja, ja, jetzt für den Moment damals ist das sicher so gewesen. Aber ich würde auch sagen, mittlerweile ist das eine Win-Win-Situation dann eigentlich geworden für alle Seiten. Er hat einen neuen Club gefunden in Lugano, kann dort mit seinem Bruder zusammenspielen, hat die viel bessere Rolle, als was er in Davos hatte. Ja, Davos hat doch ein bisschen Lohn können einsparen und so anders können einsetzen. Das Einzige vielleicht, was jetzt ist beim Peltonen, er ist nicht direkt in den Playoffs, weil Lugano nur Siebter geworden ist. Aber sonst würde ich schon sagen, es ist eigentlich gleich ein gutes Eng für alle. Und am Schluss war es für Davos ein bisschen ein Experiment gewesen. Man hat ihn ja aus dem College geholt letztes Jahr. Man hat zuerst mal Erwachsenen-Hockey gespielt. Für den HC ein bisschen ein Experiment. Das hat nicht funktioniert. Und dann ist er Schwamm drüber. Wir sind gerade bei diesen jungen Spielern, oder? Für mich auch so ein bisschen. Auch Verlierer ist vielleicht ein hartes Wort, aber man hat beim HCD vor der Saison klar gesagt, hey, wir wollen wieder mehr auf den eigenen Nachwuchs bauen. Mit Ausnahme von Rico Gredig hat der Sprung irgendwie niemand geschafft. Bei Rico Gredig hat es auch gedauert. Ist spät jetzt wirklich und dafür sehr weit nach oben gekommen. Spielt jetzt plötzlich in dieser Linie mit dem Matej Stranski und dem Dennis Rasmussen seinen ersten Goal auch dürfen schiessen für den HCD. Andere Spieler haben den Schritt nicht können machen, haben vielleicht auch die Möglichkeiten zu wenig bekommen, um den Schritt zu machen. Hat man das Saisonziel verpasst? Ja, in meinen Augen schon ein bisschen. Wobei man muss auch sagen, am Schluss, der Erfolg gibt ja eigentlich auch wieder recht. Also, wenn es jetzt irgendwie Zehnte wären und die Jungen hätten viel gespielt, dann würde das bei den Fans vielleicht auch nicht gut ankommen. Wir haben es vorher von Josh Holden gehabt, wäre vielleicht die Meinung über den Trainer wieder ein bisschen andere. Aber so ist das so. Und auch Rico Gredig hat ja auch erst in der Top-Linie gespielt, wo dann mit Knack und Prassel zwei Stürmer, die eigentlich über ihm stehen, verletzt ausgefallen sind. Hat jetzt aber die Chance genutzt. Ja, das ist sicher etwas, wo auf nächste Saison hoffe ich, ja, verstärkt noch wird passieren, dass junge eine tragende Rolle überkommen. Ja, und gerade so junge sind ja auch für die Fans extrem wichtig, oder? Wenn es wirklich Leute sind, die man beim Posten vielleicht trifft oder was auch immer und nachher zu Abend dort auf dem Eis stehen. Und natürlich auch noch, wenn es halt noch eigene sind, im Davoser oder halt sonst aus der etwas weiteren Region. Genau, die kennen wir seit Bub, vielleicht ist man in die Schule gegangen oder was auch immer. Wirklich bekannte Gesichter. Und wenn wir bei diesen Fans sind, hat der HCD gestern noch ganz spannende Mitteilung gemacht. Und zwar, dass man den Zuschauerrekord geknackt hat. Das erste Mal über die 5'000er-Marke gekommen ist. Der Schnitt von über 5'000. Ich habe mich dann gefragt, an was liegt das? Wir haben das vorher auch ganz kurz diskutiert. Oder? Meine These ist es die Ausländererhöhung. Oder? Die Schweizer Liga ist die einfach stärker geworden, attraktiver geworden in den letzten zwei Jahren seit dieser Erhöhung. Ist das ein Grund oder siehst du andere Gründe? Es ist ganz schwierig, finde ich, um irgendwie eine Erklärung zu finden. Mich hat es nur schon überrascht, dass das so ist, dass sie zuerst mal über 5'000 sind. Und in all diesen Jahren, wo sie fast schon Serienmeister geworden sind oder in all zwei Jahren mal Meister geworden sind, das nicht geschafft haben. Ich glaube schon, das hat mit den Ausländern so, es wird zum Teil wildes Hockey gespielt in der Schweiz, wirklich, muss man sagen. Es ist nicht immer alles so durchtaktet und orchestriert. Es ist ein bisschen wild, geht hin und her, aber es ist dafür attraktiv zum Zuschauen für die Fans. Dann haben wir eben mit den Ausländern haben wir viele super Einzelkönner, die einfach, jedes Mal, wenn die Böck haben, können die etwas Spezielles machen. Und dann glaube ich, ein weiterer Faktor ist noch,
Das mit den verschiedenen Strichen. Also es geht eigentlich in jedem Spiel geht es um sehr, sehr viel Spannung da und dort überall. Für den Gegner geht es auch immer um viel. Ich glaube, das hat schon auch mit dem zu tun. Ah, sehr ein guter Punkt, ja, absolut. Du hast noch etwas anfügen. Ich weiß nicht, ob das auch noch ein Faktor spielt, dass einfach das HCD-Heimstadion mittlerweile noch mal schmucker und schöner geworden ist seit dem Umbau und vielleicht einfach noch mehr Komfort bietet und mit Verpflegung alles das besser wird, wie sehr das für die Fans auch eine Rolle spielt. Ja, glaube ich absolut. Auch aus meinem Umfeld kenne ich Leute, die wirklich nicht Eishockey-Fans sind, aber gleich gehen. Weil irgendwie das Ganze drumherum, das stimmt einfach. Man trifft Kollegen, der Match der läuft irgendwie nebenbei. Schön, wenn der HCD gewinnt, aber so essentiell ist es dann gleich nicht. Schon möglich, dass das auch eine Rolle spielt. Und dann glaube ich schon auch der Spenger-Cup-Sieg. Das hat die Leute noch mal so ein bisschen zusammentrommelt. Oder die Mannschaft, die schon länger nichts mehr gewonnen hat. Und dann wieder mal so einen Titel holt, das kann natürlich auch ein Zugpferd nachher sein, dass die Leute kommen. Ja, absolut. Ja. Und dann glaube ich schon, haben das die Zuschauer auch honoriert, wie sie gemerkt haben, dass wie die Mannschaft kämpft, wie sie will, in die Top 6 hineinkommen, wie sie alles dafür gibt. Das hat man der Mannschaft auf Mies angemerkt. Und ich glaube schon, dass das auch von den Fans honoriert worden ist. Ja. Absolut. Ja, unsere Zeit die rennt. Ich würde gleich ganz schnell noch mal den Blick öffnen auf die ganze Liga. Wenn wir da ein bisschen drauf schauen, auch hier hat es Verlierer gegeben, es hat Gewinner gegeben. Ich glaube, die Verlierer sind fast spannender zum Anschauen. Ich habe mir hier 3 Mannschaften aufgeschrieben. Ich bin gespannt, ob du die auch auf deinem Zettel hast. Einerseits die Rapperswil-Jona Lakers, dann Servette, der Meister, der nicht direkt in den Playoffs ist. Und Biel, der Finalgegner, der auch über die Play-Ins muss gehen. Der kommt ja gerade zu diesem Duell, zur Neuauflage vom Final. Also gleich einige Teams, die hier einen kleinen Absturz erlebt haben. Hätte genau die 3 Teams, wir haben es wirklich nicht abgesprochen, hätte ich auch gesagt. Erstaunlich. Und ist es ein Zufall? Es sind die 3 Mannschaften, die diese Saison in der Champions League sind, die halt schon Ende August die ersten Ernstkämpfe hatten und dann auch immer wieder zwischendurch, wo die anderen Teams in der Liga dann eine kleine Pause hatten, haben die halt am Dienstag irgendwo auf Schweden rauf müssen oder ein Heimspiel gehabt, was auch immer, aber die haben einfach mehr Spiel gehabt. Und haben dann alle Teams für diese 3 auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, die es dann so nicht wirklich handeln konnten. Bei Servette muss man sagen, ist ja alles aufgegangen, sie sind Champions League-Sieger. Aber gleich, wobei, dort ist dann schon die Frage, oder? Wärst du Champions League-Sieger und tust dafür genau die Meisterschaft wegwerfen? Ist das richtig? Eben, es wird nur eins von diesen Teams jetzt noch die Chance haben, in die Playoffs zu kommen, weil Biel, Servette gegeneinander, ein Team wird ausscheiden in der ersten Play-in-Runde. Und das Team, das es dort trifft, hat auf jeden Fall am Schluss eine schwache Saison eigentlich gehabt. Eben, Servette wird es noch ein bisschen ändern, weg Champions League. Und dann Lakers als Tabelle, sind das 12. Das sind 12. Vorzeitig Saisonende vom 3. auf den 12. Platz abgestürzt. Es ist ein Absturz. Vielleicht sind sie in den letzten Jahren ein bisschen zu hoch geflogen. Aber jetzt auch zu tief, muss man wirklich sagen. Ich bin gespannt, was dort weitergeht. Und vielleicht im nächsten Jahr werden wir dann sehen, wo sind die Lakers vielleicht wirklich mehr halt so dort unten, wo sie jetzt sind. Oder halt gleich ein bisschen weiter oben wie in den Jahren vorher. Bin gespannt. Für den HCD geht es gegen Lausanne weiter. Da haben wir dann nächste Woche die grosse Playoff-Vorschau hier beim HCD-Tag. Ganz kurz, was geht da durch den Kopf Lausanne? Ich glaube, eine unglaublich schwierige Mannschaft, eine starke Mannschaft, einen spannenden Trainer, der das irgendwie geschafft hat, in einem ruhigeren Umfeld die Mannschaft wieder eben grösser zu machen. Schwierig, hä? Bilanz vom HCD, ja. 3-8 diese Saison, eine Sache Punkt. Auch Lausanne steht nicht um nichts auf Rang 3 nach der Qualifikation. Die haben eine super Qualifikation gespielt. Also es ist aber auch eine richtig, richtig gute Mannschaft. Das sind sie eigentlich ja in den letzten Jahren auch immer schon gewesen. Nur haben die intern dermaßen Chaos gestiftet, dass sie es auch auf dem Eis dann nicht mehr können, herbringen konnten. Und jetzt scheint da Ruhe drin zu sein im ganzen Verein. Und es funktioniert auf dem Eis. Es wird eine schwierige, sehr, sehr schwierige Aufgabe für den Fuss. Ich glaube, sie sind trotzdem nicht chancenlos. Kleiner Außenseiter, leichter Außenseiter, aber nicht chancenlos. Und es wird eine lange Serie. Das glaube ich, können wir schon mal prognostizieren. Können wir uns darauf freuen. Auf viele Autokilometer, die wir hier auf Lausanne machen. Ja, genau. Ja, wir sind gespannt auf die Viertelfinalserie gegen Lausanne. Und wenn die Spieler schon in den Playoff-Modus wechseln, dann glaube ich, machen wir das doch auch. Ab sofort gibt es nämlich den HCD-Tag alle Woche. Wir sind also schon am nächsten Donnerstag wieder für Sie da. Und in der Zwischenzeit da halten wir Sie online up to date. Südostschweiz.ch/sport. Das ist Ihre Adresse. Da haben wir seit heute einen speziellen HCD-Playoff-Ticker mit allen News
rund um die Serie gegen Lausanne. Ja, danke vielmals Ihnen fürs Interesse und danke dir, Bernie, für die Expertise hier im Studio. Gerne, danke auch. Ja, bei uns auf dem Sender geht es jetzt weiter mit unserem Wirtschaftsmagazin Valuta. Und da geht es heute um das Thema Anlegen von Vorsorgegeldern. Spannende Sache, bleiben Sie dran.